ist der verdammte Wodka? Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen? Warum nicht? Ganz nach meinem Geschmack. Nach Volltests Tod und Nathalies Verschwinden. Verdammt, auf welche anständigen Temeria kann man heute noch trinken? Trinken wir auf uns. Warum nicht? Nun zur Sache. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt von Riva. In den Dörfern nennen sie mich den Schlechter von Blaviken. Ich sagte doch schon, ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Velen? Ich bin nicht gekommen, um über die Landschaft zu reden. Da machst du einen Fehler. Du bist ganz offensichtlich gerade erst angekommen. Die örtlichen Sümpfe und Moore sind wirklich sehr interessant. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Worauf willst du hinaus? Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter. Komm endlich zur Sache. Ciri, ihretwegen bist du gekommen, richtig? Sie war also hier. Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf. Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen. Das war knapp. Ich muss hier weg. Schöne Wölfe! Los! Sie braucht Hilfe. Kannst wieder runterkommen. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Ja. Aber auch nur ein bisschen. Du meinst, du weißt, wo es lang geht? Nicht ganz. Noch nicht. Aber zusammen finden wir den Weg bestimmt. Was ist dir denn passiert? Das? Ist gar nichts. Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Warum wollte dein Vater, dass du dem süßen Pfad folgst? Weil wir nichts mehr zum Frühstück hatten. Verstehe ich nicht. Ich war böse, hab den Milchkrug zerbrochen. Deine Eltern waren wohl wütend. Mutter fand, ich sollte Haue kriegen. Aber Vater sagte, es gibt sowieso zu viele Mäuler zu stopfen. Mich zum süßen Pfad zu schicken, wäre die Lösung. Du und dein Vater,
Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Wölfe haben keinen König. Diese schon. Hast du ihn gesehen? Ja. Naja, von hinter einem Baum. Er war riesig, mit großen Augen und Zähnen. Und er war schrecklich fürchterlich. Schau, was ich auf dem Rücken hab. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helf dir hoch. Du kannst jetzt rauskommen. Mann, hast du Mut! Das könnte nicht mal mein Vater. Meiner könnte noch viel mehr. Komm. Bleib hier. Geh nicht weiter. Aber... Nichts aber. Bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Lippen geöffnet, geschwollen, Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Oh, Brust zerschmettert, Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Oh, das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapsamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig, Wolfsbahn, Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir.
Hilfe! Versteck dich, rasch! Sind weg. Du kannst rauskommen. Die hast du aber zugerichtet. Da wird der Wolfskönig wütend sein. Schicken Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Manchmal die Kinder, manchmal gehen sie auch selbst. Und kehren sie zurück? Nein, warum ab? So, jetzt hab ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Ich fette meine Klinge ein. So. Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. Der Bauch ist voller Blut. Von Klauen aufgerissen. Das waren keine Wölfe. Tot. Aber ein Schwein hier? Dann muss es in der Nähe eine Siedlung geben. Der Bauch ist voller Blut. Von Klauen aufgerissen. Das waren keine Wölfe. Geh voran. Pass doch auf. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Nein. Dann habe ich auch keine. Wolfskönig, glaubst du mir jetzt? Ja, versteck dich. Dem hast du's aber gegeben? Sowas habe ich noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Na komm! Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch. Mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön, bring uns zu deinem Herrn.
Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenne doch mein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde, sonst werde ich die Hunde loslassen. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke. Ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Diese Information kriege ich wohl nicht umsonst. Kluger Kopf. Ich bedauere deinen Verlust. Doch meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Kann ich dir denn trauen? Welche Sicherheiten habe ich? Gar keine. Nur mein Wort. Und wenn ich ablehne, weil ich einfach nicht will? Du würdest mich hängen lassen? Nur zu. Ich lass dich dann auch hängen und wir sind zwei hilflose Hänger mit leeren Händen. Stell dir vor, es wäre deine eigene Tochter. Dann müsste es schnell gehen. Wache! Dieser Mann steht unter meinem Schutz. Niemand darf ihn belästigen. Klotz nicht so. Wachsen mir Hörner? Nimm's als Zeichen meines guten Willens. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen.
Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Hm. Das Bild, die Größe stimmt. Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Hm. Das Bild, die Größe stimmt. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Tiefe Kerben, geschlagen mit einem schweren Gegenstand. Der Rest des Leuchters und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Räuchermittel und ein alter Schlüssel. Ich frage mich, was er öffnet. Anis, Sandelholz und noch etwas. Safran?
Katanga, oder? Mist, hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Suche beendet? Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? Dreimal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Erwelüs? Oh, verdammt. Ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt. Er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen.